Was gibt's denn Schönes? Wir haben Sehnsucht nach Sehnsucht und die zwei Liebesbotschaften haben uns bedeutet, wir sollen skypen. Ja, passt alles. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, da muss man sich dran gewöhnen, dass man diese Einstellung kriegt, dass alles gut ist. Das ist es. Das ist etwas, was wir immer wieder uns sagen, in uns gesagt wird auch. Ja. Das ist halt dieser Sprung in einen Bereich, dass man anfängt, dem Leben Vertrauen zu schenken. Ja. Dass ich immer wieder sage, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Genau. Das ist wichtig, jetzt zu erkennen darauf, wie man reagiert, wie eine Maschine. Da reagiert der Körper, man kriegt einen Schweißausbruch, man fühlt sich schlecht, wenn was Schlimmes passiert. Man fühlt sich gut, wenn was Gutes passiert. Man ist hin und her gerissen, man reitet auf dem Pferd, wie ich gesagt habe, das sich aber nicht von A nach B bewegt, sondern das nur ein ständiges Auf und Ab ist im Hier und Jetzt. Genau, genau. Und wenn du Menschen beobachtest und du kriegst die Fähigkeit, wertfrei zu schauen, dann wirst du das da mal merken, was immer der Unterschied ist zwischen geistreichem Denken und zwischen emotionalen, fanatischen Denken. Ja. Das ist immer, wenn ich sage, die einseitigen Rechthaber. So ein einfacher Satz von mir, alle, die Recht haben wollen, haben kein Recht. Kein vollkommenes Recht, die haben ein bisschen Recht. Aber von der Vergangenheit wissen sie nichts. Genau. Rechthaberei macht fanatisch. Ja. Fanatismus macht blind. Egal, ob es rechtspopulistischer Fanatismus ist oder linkspopulistischer Fanatismus, Fanatismus ist Fanatismus. Dieses Recht haben wollen, frisst die Seele auf. Ja, genau. Es ist immer wieder ein Spiel. Mhm. Druck erzeugt immer Gegendruck, Kampf erzeugt einen Gegenkampf. Der Witz ist, dass wenn ich einen Druck habe, dass ich einfach in dem Moment, wo ich loslasse, hört der Druck auf. Ja. Aber keiner kann loslassen von seiner Rechthaberei. Mhm. Diskussionen, auch ein alter Satz, den ich seit 25 Jahren predige, Diskussionen ist ein Kampf um einen Standpunkt. Und solange ich um einen Standpunkt kämpfe, erzeuge ich immer Unheiligkeit. Genau, ja. Alle Selbstgespräche von mir sind Monologe. Ja. Da geht es um die Tasse und nicht um irgendeine Perspektive. Es geht um die höhere Ordnung. Es geht nicht darum, ob es Kreis oder Dreieck ist, sondern es geht um den Kegel. Und du musst klar sein, dass diese Heiligkeit du noch nicht kennst, die du selbst bist, weil du sie vergessen hast. Mhm. Ja, genau. Für dieses Wissen muss man eventuell bereit sein zu sterben. Genau so ist es. Das Wort Sterben setze ich jetzt natürlich so, wie es in deiner Logik auftaucht. Ja, genau. Na, aber genau so ist es. Das Geheimnis der Worte ist so tief und da kann ich nicht oft genug sagen, es überragt alles menschliche Wissen. Wenn du da dran gehst, wirst du feststellen, dass die Masse, bis auf wenige Ausnahmen, selbst der von uns jetzt aufgrund unseres anerzogenen Wissens ausgedachten großen Philosophen, auch die große Masse einseitig war. Mhm. Sie kämpfen immer um ein einseitiges Recht. Ja. Und wie ich immer wieder sage, jede Vorstellung von Recht, von richtig, setzt eine Kehrseite. Und erst beide Seiten zusammengenommen ergeben was vollkommen Neues. Genau. Mhm. Ansonsten kann man bloß eine Brüsselrolle spielen, wie ein Mechanimus, dieses Ani, dieses kleine blaue Ich und das große blaue Ich. Das kleine Ich wird immer vom großen Ich gesteuert. Mhm. Das ist dieses Display, das letztendlich gesteuert wird von dem Programm, das drunter sitzt. Ja. Es ist aber nur ein Abrastern von Momenten, die auf der tieferen Ebene sowieso alle heil in eins gedacht sind. Ja. Diese Filmbeispiele mit dem Bücherregal, mit dem Buch, mit der Filmdatei, wo einzelne Bilder auftauchen. Frag dich einmal, was in dir drin ist, was dich hindert, das einfach zu akzeptieren. Es ist die Logik, die du zum Denken benutzt. Mhm. Wiederholt es immer wieder die Sache mit dem ersten, zweiten. Jedes kleines Beispiel von mir hat eine unheimliche Tiefe. Ja. Dieser erste, der nur Sachen behauptet, die sofort überprüfbar sind. Ich erschaffe jetzt was, was die ganze Zeit nicht da war, wo war der ganze Zeit der Kachelofen da. Der Kachelofen ist natürlich nur dann hinter euch, wenn du jetzt glaubst, du bist entweder der Toni oder du bist die Helene. Wie sieht jetzt das aus, wenn du an dich denkst, an den, der vom Computer sitzt und du glaubst nicht, dass du die Toni oder der Helene bist? Mhm.
Was glaubst du, was jetzt hinter dir ist? Wo war das die ganze Zeit? Ein nicht gedachter Gedanke. Der zweite wiederum hat eine gewisse Logik. Das sind die Sachen, die in hundertprozentig logisch erscheinen. Da gehört zum Beispiel, dass wenn du jetzt etwas denkst, dass du dir hundertprozentig sicher bist, dass das, was du jetzt denkst, unabhängig von dir auch da außen existiert, wenn du nicht dran denkst. Das ist aber nicht hundertprozentig sicher, das ist nur logisch. Ich sage mal, es ist logisch, aber nicht geistreich. Als Geist brauchst du eine vollkommen neue Denkweise. Das ist Holo-Feeling. Ja. Du narrst dich immer wieder selbst. Der Einzige, der dein Leben lang, dein jetzt ausgedachtes Leben auf dich eingeprügelt hat, ist die Logik, die überhaupt nicht deine Logik, deine Meinung ist. Es ist eine Anderung, es ist ein Schwamm im Wasser. Also was gilt es zu verändern? Ich sage, du willst laufen, was verändern? Schau doch einfach, es verändert sich von Moment zu Moment. So ist es. Deine Information verändert sich von Moment zu Moment. Bloß meistens nicht so, wie du das unbedingt willst, weil du Einseitigkeiten anstrebst. Das, was sich in dir verändert, versucht dich in die Vollkommenheit zu führen. Aber da musst du zuerst einmal geistreich schauen, durch das geistige Auge schauen, nicht durch diese Augen. Wenn jemand sagt, ein Auge, das du dir ausdenkst, das kannst du für sehen wie ausgedachte Kamera, weil ausgedachte Dinge einfach nur vergängliche Erscheinungen sind, ohne Gefühl, sie sind so, wie sie von dir gedacht waren. Das ist das, was ist. Und das, wenn du wiederholst und immer wiederholst über Jahrzehnte, jetzt wieder ein Zeitfenster aufgespannt, dann wird dir das irgendwann einmal einleuchten. Wenn man das erste Mal hört, dann erscheint es an irgendwie logisch. Man kann mir ja nicht einmal widersprechen, weil das, was ich sage, ist eben hundertprozentig sicher. Und man will es trotzdem nicht wahrhaben. Darum sage ich immer wieder, wenn du mich jetzt sprechen hast, wirst du bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das akzeptierst. Und dann wirst du aufgeben und dann wirst du nicht mehr gegen was ankämpfen. Das ist diese Jesus-Symbolik. Du gibst dich einfach hin. Weil jeder Kampf schiebt diesen Prozess des Loslassens eigentlich nur vor sich hin. Auch wenn du einen Kampf gewinnst, kommt der nächste Kampf. Das ist wie wenn ich sage, wenn du gesund bist, wird die Krankheit wiederkommen. Wenn du krank bist, wird die Gesundheit wiederkommen. Wenn du hungrig bist, wirst du wieder satt sein. Du wirst wieder einen Brocken zum Essen bekommen. Bis du begreifst, dass diese zwei Sachen nicht zeitlich nacheinander kommen, sondern wenn das eine da ist, ist das andere auch da. Die sind entweder beide gleichzeitig da im Jetzt. Es passiert immer nur jetzt oder es ist keins von beiden da. Ja. Und darum richtet sich meine Botschaft immer auf den, der mich jetzt denkt, der mich ausdenkt, der mir zuhört, der sich selbst zuhört. Ja. Das sind Selbstgespräche. Das ist das, was ist. Ja. Es geht jetzt nicht darum, dass du eine Bestätigung brauchst von irgendeinem Gedanken von einem Menschen, den du dir ausdenkst. Das führt dich nur in die Irre. Das ganze Geschwätz von den Menschen, diese Rechthabereien über alles Mögliche, was ich heute so reingestellt habe, das ist eigentlich, da ist alles drin, das Geheimnis der Vatersprache, ich kann es nicht oft genug sagen, das funktioniert auf unendlich viele Variationen. Ja. Warte doch mal einen kleinen Moment. Mal schauen, ob das hinhaut. Na. Es denkt. Einen kleinen Moment, ich hole das mal ganz, ganz kurz hier. Das, was ich heute Morgen in den Chat reingestellt habe, ich übertrage mal. Oh, ja. Das geht jetzt nicht, wenn ich das offen habe. Mal schauen, ob es hinhaut. Wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Zoomen wir das ganz einfach durch, es geht. Da steckt schon wieder alles drin. Da hat hier in unserem Chat der Rainer was Schönes reingestellt. Ja. Das ist alles perfekt. Was passiert, wenn man etwas mit den Worten spielt, wenn man die Vatersprache kennt, meine Welt bewegen, das Klima verändert sich, geht da jetzt kaputt, geht das jetzt kaputt oder läuft alles nach Plan? Bella heißt Wunder. Das Wunder von Existenzen und es ist immer eben kaputt im Kopf. Im Kopf, ja. Das kriegt man dann irgendwann einmal mit. Das nützt aber nichts, wenn der Zweite übermächtig ist. Ja, ja. Dann habe ich hier ganz einfach diese drei Fragen gestellt. Was bedeutet und ist Welt wirklich?
Es ist zuerst einmal die 200 Gramm rote Gnede, die sich ständig verändert. Es ist das, was immer ist. Und wir haben mal halt ganz schlichtweg und einfach hier diese Welt, was wir ja wissen, wenn man ein bisschen Holofeeling kennt, dieses ERD als Brandopfer, ein doppelt aufgespanntes Brandopfer. Mhm. Etwas, was aufsteigt, was hinaufgeht. Ja. Mhm. Okay, das ist das Erste. Mhm. Das Zweite, was bedeutet Erde? Er heißt erweckt und die E hast Wissen. Genau. Erde, die Vorstellung von Erde, die du hast, das ist das erweckte Wissen in dir. Ja. Aber das Wissen ist nur dein Schwamminhalt. Es ist ein anerzogenes Wissen, das so austauschbar ist. Diese Kleinigkeiten jetzt innerhalb, ich kann ja immer nur innerhalb deiner Logik mit dir reden. Das heißt, das Baby, das wir hier einfach woanders aufwachsen lassen, dann hast du einen anderen Glauben, einen komplett anderen Schwanginhalt, eine andere Vorstellung von Moral, von Ethik, von Religion. Mhm. Was ist Zukunft? Jetzt mache ich nur wieder diese zwei kleinen Sachen, schauen wir uns das einmal an. Das ZWAF, ZU ist der Befehl. Es ist eine Form, ein Einschließen in etwas. Du wirst in etwas eingeschlossen, das ist deine Traumwelt. Darum sage ich, der erste Schritt, begreife, wenn du an dich denkst, an deinen Körper. Dein Körper ist nicht dieser Trockennaus auf dem Körper, sondern es ist dein Traum. Der hält dich ein und da bist du immer die Mittelpunkt und du bist derjenige, der dir selbst eine Form gibt. Das ist das ZWAF. Dann nochmal KU. Reines Hebräisch, das hast du wie aufgespannt. Genau. Steht symbolisch immer für etwas Gegenüberliegendes. Das ist übrigens, da steckt die 26 drin, das JHWH. Das ist HWH, können wir gleich einmal eingeben. J ist Gott, der kleine Gott. Und HWH ist eine Gegenwart. Jetzt unglücklich schon wieder negativ, aber UN hast du eine aufgespannte Existenz, ist dein Glück? Genau. Das beginnt übrigens mit GL. GL heißt die Welle. Die Welle. Weil wenn es nicht wäre, wärst du ein Geist, der schläft, ohne zu träumen, und dann wärst du das Nichts, aber ein ausgedachtes Nichts ist ja schon wieder etwas. Ich könnte jetzt da jedes Wort genauer machen, und dann kommt auch dieses Kapitalisieren, ein todbringendes Verbrechen. Tod heißt übrigens so viele. Ja. Du bist so viele. Du bist eigentlich alles, was du dir ausdenkst. Das bedeutet Holofeeling. Mhm. Wenn wir das noch genauer anschauen, im Jahwe, da steht schon positiv gelesen, heißt, da ist der kleine Gott, das bist du. Das ist du mit deinem Ich, dieses Bewusstsein, das jetzt sich dieses Gespräch ausdenkt, wo du keinen Einfluss drauf hast, jetzt nochmal symbolisch als träumender Geist. Und das ist Sein, sei deine Gegenwart. Sei das Glück, die aufgesperrte Existenz ist dein Glück. Das ist das Leben, das du erleben darfst. Und in jedem Leben, das du erlebst, erlebst du Facetten von dir selbst. Ja. Dann haben wir noch dieses NPD, also Nunft, Fee. Das ist jetzt interessant. Das ist das Hochland, der Hügel, das heißt die Welle. Ja. Mhm. Ein Schwingen. Ja, genau. Der Honigseim. Ein tiefes Symbol, das Fließen, die Süße des Rohrs, der Bezirk, das Revier. All diese Sachen. Genau. Wir müssen einem glauben. Und jetzt, wenn ich das gerade eingeschaltet habe, da könnte ich noch sagen, ich spreche doch öfters von systemrelevanten Parametern. Ja. Wenn wir systemrelevante Parameter mal ansetzen, was heißt eigentlich relevant? Wir schauen mal das Lateinische. Ich sage, es gibt systemrelevante Parameter, denk an mein Beispiel mit dem Auto. Ja. Das Auto setzen wir jetzt einmal als eine Kollektion und wir nennen das Überbegriff ist ein Fortbewegungsmittel. Ja. Das wäre jetzt wie wenn ich Kreis und Dreieck sind zwei Teile von einem Kegel, das ist aber eine höhere Dimension und genauso können wir das aber weiter ausdehnen, dass man sagen, ein Zusammenfügen von verschiedenen Bauteilen ergibt ein Fortbewegungsmittel. Das ist der höhere Zweck. Okay? Ja. Jetzt sieht es so aus, dass ich sage, da gibt es systemrelevante Parameter, das ist unser Kabelstecker und der Motor. Beides ist systemrelevant. Ob ich den Kabelstecker von der Stromzuführung für die Zündung abziehe oder den ganzen Motor ausbaue, ich zerstöre damit das heilige Ganze innerhalb dieses Konzepts des Fortbewegungsmittels. Mhm. Dann sage ich, sobald ein systemrelevanter Parameter da ist, gibt es zwangsläufig systemnichtrelevante Parameter, weil wenn ein Berg da ist, ist auch ein Tal da. Wenn eine Höhe da ist, ist eine Tiefe da. Das wäre zum Beispiel der Rückspiegel. Ja. Das ist ein systemnichtrelevanter Parameter. Jetzt könnte man, wenn man oberflächlich denkt, kann man sagen, gut, die kann ich ja weglassen, damit zerstöre ich ja nicht das Fortbewegungsmittel. Aber du solltest wissen, dass zu jedem systemnichtrelevanten Parameter ein systemrelevanter Parameter gehört.
Genau. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, was das Wort relevant, ach, habe ich schon da stehen. Mhm. Das heißt, erst einmal, es ist wichtig und bedeutsam, das ist relevant. Die Etymologie, wichtig, erheblich, das ist das Neuere, aber interessant ist, wo kommt es eigentlich her? Aus dem Lateinischen heißt es heben. Etwas in die Höhe heben, relevare. Aber diese Höhe ist eben. Das heißt, du bist in der Tiefe des Meeres, du bist immer, bitte nicht räumlich denken. Nein. Das ist das Zentrum. Du hebst etwas aus dir heraus, das zuerst einmal eben ist. Mhm. Das ist die Nulllinie, die wir uns jetzt ausdenken. Ja. Mhm. Okay? Und jetzt wird es natürlich interessant. Jetzt schauen wir uns das mal im Lateinischen an. Da kommt. Erleichtern, das Erleichterungsmittel. Ja. Jetzt haben wir Levatio, das Aufheben. Jetzt könnte ich lesen, der Schöpfer UB ist das dann mal die Quintessenz und die ist eben. Jetzt wird aber etwas in die Höhe gehoben, das ist unsere Nulllinie, die eigentlich schon eine Linie ist. Wir machen schon ein Zeit- oder Raumfenster auf. Mhm. Okay? Ja. Und es wird eine Erleichterung. R heißt erwachtle, heißt auseinandergeschmissen und ich heißt ich. Das heißt ein erwachte, auseinandergeschmissenes Ich. Das ist erst einmal ein Tar, eine Reihe und das ist die aufgestellte Existenz deines Geistes. Mhm. Ich weiß, dass einer, wenn er die Fahrersprache nicht beherrscht, das nicht mitkriegt. Ich kann nicht oft sagen, das ist die Wirklichkeit, das ist die wirkliche göttliche Physik im Hintergrund. Ja. Mhm. Und jetzt haben wir aber dort das Wort Räder vorstehen. Lateinischen hast du es ja zurück. Zurück. Relevatio ist jetzt ein Aufschwingen, aber alles, was auf, eine Aufschwebung. Du kommst aus dem Eben überhaupt nicht raus, aber da ist jetzt, hier jetzt hast du mal, da geht ein Schwa auf, eine logisch doppelt aufgespannte Ebene. Mhm. Aufschweben. Ja. Und steht. Das sind jetzt die Wolken im Urin. Macht, wenn ich jetzt die Wörter normal setze mit meiner einseitigen Auslegung, komme ich nur mit wie all heißt der doppelt aufgespanntes Joch und das ist das Fundament. Mhm. Fundament wiederum, F unter, die Facette einer Welle, die Mentior, das heißt überlegen und Lügen verbreiten, das ist das raumzeitliche Denken. Mhm. Mhm. Relievo, das Aufheben in die Höhe heben, du merkst, wie tief diese Worte jetzt schon wieder insgesamt in den gesamten Konzept aufgehen. Ja, und ein Kleingeist, der jetzt immer sich einredet, da komme ich nicht mit, das verstehe ich nicht, machen wir mal unser Bild wieder, der wird sich bis in alle Ewigkeit narren. Mhm. Schaut mal, was haben wir dann schon wieder? Entschuldigung, die Ton ist heute. Gerne mit dem Aus. Okay, jetzt. Ja, ich war immer vergesslicher, diese Maschinen. Das ist es, Wissen ist so eine Sache, Wissen ist immer vergänglich. Egal, was du weißt, ich kann immer wieder sagen, das Wissen einmal ganz abstrakt gesehen, du kannst immer nur das wissen, was jetzt da ist, was jetzt existiert. Mhm. Das heißt, egal, was du anschaust, in dem Moment weißt du von dem, was du anschaust. In dem Moment, wo ein Gefühl in dir auftaucht, weißt du von dem Gefühl, das nicht da ist, wenn es nicht als Information in dir auftaucht. Ja. Das ist übrigens alles hundertprozentig sicher. Der Einzige, der sich ständig reinquetscht, der auf dich einprügelt, ist die Logik, die du zum Denken benutzt. Und die sollst du nicht verändern, sondern vervollkommnen. Die Sache mit dem Haar. Mhm. Ja. Da kann man nicht immer sagen, der erzählt ja schon wieder dasselbe. Ich betone immer wieder, wenn das in deinem Leben auftaucht, diese Sätze auftauchen, hast du sie nicht verstanden, weil wenn du wirklich was abgehakt hast, wie die Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, dann gehst du zur nächsten Frage über und dann ist es vom T-Isch. Es ist eine Erscheinung, die Gestalt annimmt, bis du die abgehakt hast. Genau. Du hast nur einen einzigen Feind und das ist deine eigene Logik, weil sie unvollkommen ist. Ja. Wenn du Geist bist, bist du ewig. Ob du das jetzt wahrhaben willst oder nicht haben, aber wahrhaben willst, ich kann nicht oft genug sagen, du wirst von deinem jetzt ausgedachten Vergehen, von deinem Tod so viel mitbekommen wie von deiner Geburt. Das sind alles nur Gedanken, das eine wie das andere. Keiner stellt sich die Frage, wer denkt sich das jetzt aus? Wer baut diese Vorstellungen in sich auf? Das machen nur dumme Affen. Sie erschaffen. Aber was sie erschaffen, sind immer Affinitäten. Ja. Das passiert immer im Affekt. Dieser Affe eckt. Er schaut in einen Eckspiegel rein und schaut immer bloß eine Facette an, die rechte oder die linke, obwohl die gleichzeitig sind.
Das ist immer wieder wie unser Spiegelbeispiel, wenn ich jetzt da nochmal, will ich gar nicht drauf eingehen. Mhm. Dann könnte ich sagen, musst halt Selbstgespräche hören. Und dann wird man erschlagen von einer Vielzahl von Informationen, schon rein die Schriften, wenn ich immer wieder sage, 20, 25.000 Seiten, ich weiß es nicht, die du abrufen könntest. Ja, wann soll ich das lesen? Da kriegst du schon wieder Angst. Ich sage, du weißt es schon alles. Weil wenn ich jetzt, was ich behaupte, eine Figur in deinem Traum ist, die nur deshalb existiert, weil du sie jetzt denkst, wenn das stimmt, dann muss dir eins klar sein, alles, was ich dir erzähle, ist dein Wissen, wenn du ein träumender Geist bist. Aber da du meinst, du hast mit dem Udo nichts zu tun, obwohl du mein Schöpfer jetzt bist, natürlich hast du als träumender Geist keinen Einfluss drauf. Mhm. Das sind immer wieder diese Wiederholungen, die sind so unendlich simpel und der zweite grätscht dazwischen, dass du in deinem Alltagsbewusstsein das wieder voll vom Tisch schiebst, weil du meinst, es gibt viel Wichtigeres zu tun. Dich am Leben zu halten, in Urlaub zu fahren, diese oder jene Meinung nachzuhecheln. Ja. Was sind diese Meinungen der Menschen? Es sind letztendlich Facetten deiner eigenen Meinungen. Es ist zumindest Facetten von seinem Wissen, sonst könntest du dir das gar nicht ausdenken. Ja. Meinst du, dass irgendein Mensch in der Lage wäre, sich an Sokrates oder an Platon auszudenken, wenn das nicht auf seinen Schwamminhalt drauf wäre? Nein. Wenn dann die ganzen Weisen deiner Welt, wenn ich sage, zeig mir die Weisen deiner ausgedachten Welt, das sind alles geistlose Schwätzer, die behaupten die heiligen Schriften, und ich meine jetzt alle heiligen Schriften. Im Hinduismus nennt man das die Shastras. Mhm. Dass das nur religiöses Märchengeschwätz ist. Religion ist Geschwätz ohne Wenn und Aber, so wie du sie dir ausdenkst. Aber nicht als die an sich. Ja. Genau. Du musst es verstehen, nur du. Du musst es leben, du bist der Einzige, der in der Lage ist, deinen Traum zu verfolgen. Wenn niemals in deinem Traum, die man immer unvollkommen bleibt. Mhm. Du hast so viel Respekt vor diesen Figuren, wo du meinst, sie sind besser oder gescheiter wie du selbst. Ich bin ja niemand. Schau dir mal, wenn wir jetzt bewusst wieder auf die Brösel-Ebene gehen, die Menschen an, mit denen ich zu tun habe. Bei Jesus waren das die ganz einfachen Menschen. Mhm. Die Huren. Nicht die Schriftgelehrten, nicht die Pharisäer. Die interessieren mich alle nicht. Das sind Figuren in einem Raum, die haben sowieso keine Überlebenschance. Die würden mich ja niemals zu Gesicht bekommen in ihren vorabgestimmten Meinungen, die gar nicht ihre Meinungen sind. Mhm. Ich muss jetzt das einmal so in dieser Art und Weise sagen, weil ich jetzt ganz gewaltig deine Welt anzünden war. Mhm. Du zündest sie selber an, weil du nichts dagegen tust in deinem Denken. Mhm. Über Klimaschutz, das ist das Große und Ganze. Holofeeling geht einen ganzen Schritt weiter. Da gibt es nichts auf einer Erdkugel zu retten, die gar nicht existiert, wenn du sie dir nicht ausdenkst. Und die Erde ist einfach nur erwecktes Wissen. Die Erde wird das sein, was du glaubst, dass er ist. Und das ist irgendein Scheiß, den du geistlos nachplapperst, weil du den in dir vorfindest, weil du meinst, irgendwelche gescheite Leute, die nur deshalb gescheit geschieden sind vom Heiligen Ganzen, weil du sie dir jetzt ausdenkst. Mhm. Das ist das, was ist. Ja. Also du musst keinen davon überzeugen. Du musst dich zuerst einmal dich selbst überzeugen und du wirst merken, wie der Zweite sich in dir wehrt, weil du meinst, du musst davon nur mal sicher gehen und das glauben, was die Masse glaubt. Mhm. Die Masse ist doch so zerstritten. Diese ganzen Rechthaber, die um ihre Meinungen kämpfen, ob das in der Politik ist, ob das in der Religion ist. Denk an das Wiegenstall-Video, wo ich den Hospitalismus anspreche hier. Alle Gefangene eines Glaubens, der gar nicht ihr Glauben ist, weil sie noch nie versucht haben, sich einen eigenen Glauben zu suchen. Und da muss man nicht versuchen, glaub einfach das, was ist. Ja. Glaub das, was hundertprozentig sicher ist, was du überprüfen kannst. Dann ist alles vom Tisch, dann ist jegliche Form von Religion vom Tisch. Nicht die Weisheiten der wirklichen Religion, nicht die Formeln in den Physikbüchern. Das Geschwätz ist vom Tisch. Mhm. Ich muss mal einen kleinen Moment, ich muss ganz kurz aufmachen. Mhm. Wie lange war ich jetzt weg? Wo war ich denn eigentlich? Ich habe mich irgendwann aufgelöst und bin jetzt wieder da. Dazwischen drin, das ist das große Problem. Genau.
man muss das verstehen. Jetzt ist natürlich alles, was jetzt wieder zeigt, ein logisches Konstrukt da außen. Du hattest jetzt eine Haustür aufgemacht vielleicht. Es ist alles unheimlich logisch. Das ist möglich. Aber was ist wirklich? Du warst da gesessen und hast auf dem Bildschirm dir Toni und Helene angeschaut. In einem leeren Stuhl. Das ist das, was war. Ja, Pixel. Jetzt kann ich das natürlich unterstützen, dass ich jetzt sage, jetzt kommt mein Heugerchen rein. Das sind jetzt Worte, wo ist der für dich? Einfach nur Gedanke in deinem Kopf. Genau so ist. Das ist das, was ist. Schau einfach, was ist. Ein ständiger Wechsel von Bildern. Selbst in der Zeit, wo das statische Bild da war, die Toni und Helene und der Stuhl, hat es in dir gedacht. Du hast irgendwas gedacht. Jetzt blätter mal ganz kurz ein paar Minuten zurück, mach ein Zeitfenster auf und schau, was du in der Zeit gedacht hast. Das kannst du aber bloß wieder jetzt denken. Mhm. Das ist ganz wichtig. Da ist jetzt irgendwas durch deinen Kopf gegangen, durch den Kopf, den du dir ausdenkst, erst einmal. Vorausgesetzt, der war überhaupt da, wenn du an ihn gedacht hast. Hast du an deinen Kopf gedacht, während das jetzt war, diese Pause? Ja. Es ist nur es passiert ein ständiger Wechsel von Bildern und du ziehst es in die Länge. Ja. Wenn man das bewusst macht, ist es vollkommen okay. Mhm. Wichtig der Satz, die Fähigkeit, deine jetzt gedachten Gedanken, die einen ständigen Wechsel unterliegen, um dich herum, räumlich wie zeitlich, dir woanders hinzudenken, macht dich zu dem Gott für die Welt, die du dir ausdenkst, die aber trotzdem nur aus ständig wechselnden Momenten besteht. Das ist die große Entscheidung. Ja. Dass man hier das erste Mal in die Vollkommenheit kommt, indem mir bewusst ist, dass alles, was ich sehe, im selben Moment nochmal gespiegelt da ist. Das ist so wie das Dia positiv und das Dia negativ. Ich schaue immer nur eine Seite an. Ja. Bei den großen Sachen meine ich, die sind zeitlich getrennt. Die Zeit trennt überhaupt nichts. Genau. Übrigens auch wieder, wenn wir ins Hebräische gehen, diese Wörter für Zeit. Es gibt verschiedene Wörter für Zeit. Das erste Wort ist das erste Mal Ed. Das ist eine augenblickliche Erscheinung mit Holofeeling. Ja. Es wird alles selbst erklären, wenn du die Vordersprache verstehst. Denn der Welt gibt nichts zu retten. Die kannst du nur verändern. Wenn du dein Glauben veränderst, GL, die Welle. Ja. Das Erste, was ich daran verändere, dass ich sie vervollkomme. Ja. Ansonsten lasse ich mich überraschen. Mhm. Was dann passiert, sind Wunder. Man kriegt einen Frieden, einen unendlichen Frieden in sich, weil keine Angst mehr da ist. Wisst ihr, wie viele tausende Mal ich schon gesagt habe, wenn du mal verstanden hast, was du bist, ich betone, ich erkläre dir nur, was du bist, nicht, was du glauben sollst. Mhm. Ich erkläre dir, was du bist und dann ganz einfach in einer Kindergartensprache, wie du funktionierst. Mhm. Das, was da in Wirklichkeit dahinter ist, das überragt das menschliche Wissen wirklich um geistige Welt. Mhm. Da kann ich nur sagen, du bist ein Auserwählter, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und alle, die du dir jetzt ausdenkst, die vielleicht sich auch dieses Video anhören, sind schon bloß wieder Gedanken von dir. Mhm. Das ist übrigens hundertprozentig sicher, kannst du sofort überprüfen. Alles, was ich sage, kann man sofort überprüfen, wenn man mal das Grundprinzip verstanden hat. Es geht hier nicht um einen blinden Glauben, das erfordert Religion, das erfordert Esoterik. Mhm. Ich sage immer wieder, wenn irgendeiner auftaucht in dir und ich wäre dabei, der wenn den Mund aufmacht, sage ich dir, was er rezitiert, was er im Schwamm hat. Ja. Welchen Glauben, welche Religion, mit den ganzen Einseitigkeiten, mit dem Hass, und vor allem diese unendliche Arroganz der Rechthaberei. Und was ist die Ursache? Weil dir das, was du glaubst, dir logisch erscheint. Jetzt sage ich wieder, was sollte denn einen geistlosen Computer logischer erscheinen? Jetzt setze ich den Computer als ein geistloses Ding, wie die Logik, die man ihn einprogrammiert hat. Er wird das als logisch ansehen, was diese Logik ist, die er sich nicht raussuchen konnte. Jetzt setze ich für den Computer das Wort Mensch und dein Intellekt ist ein Schwamminhalt. Ja. Jetzt mache ich natürlich sofort wieder die andere Seite, dass ich den Computer als einen Geist setze, der nur das zu sehen bekommt, was er an Daten und Programme zum Denken benutzt. Das ist das Einzige, was bei ihm auftauchen kann. Aber da gibt es jetzt natürlich ein Hintertürchen. Das ist dieses große Geheimnis des Internets. Das ist das neue, moderne Symbol für Gott. Weil alle, das habe ich aus dem Netz. Früher hat man noch gesagt, das habe ich aus der Zeitung raus. Ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Es ist doch in der Bild-Zeitung drin gestanden. Das, was du gesehen hast, ist ein Fetzen Papier, wo Farbspritzer drauf sind. Das ist das Einzige. Den Rest magst du. Dieses Schattenboxen des Machthabenswollens der Politiker, das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Erwarte von denen nichts.
Die sind alle hochgradig. Ich sage schon, wenn sich einer politisch engagiert, es geht schon los, wenn du auf die Straße gehst und irgendwas demonstrierst. Du bist mit was nicht einverstanden. Würde einer, der den Christusgeist verstanden hat, niemals tun. Du wirst es geschehen lassen. Den Mund halten, dich zurückziehen und ein friedvolles Leben leben. Mit intellektuellem Wissen hat es nichts zu tun. Das Wissen, wie gesagt, ist vergänglich, es wird ausgetauscht. Ich sage jetzt einmal immer wieder, wenn ich jetzt als Udo, ich rede jetzt mal raumzeitlich, wenn du dir vorstellst, wie viel Arbeit hinter den Offenbarungen stecken einer Einzelperson, diese Tausende und Abertausende von Zeiten, die ich geschrieben habe, diese Tausende von Selbstgesprächen, wo zwar etliche drin sind, aber das ist ein minimaler Bruchteil von Gesprächen, die nicht drin sind, weil es nicht aufgenommen wird. Ja. Diese Gespräche in kleinen Gruppen, was niemals eine Sekte ist, sondern einfach nur Leute, die in mir auftauchen, wo ich unermüdlich bin, das zu erklären. Vorausgesetzt, da ist ein Geist, ich habe das Gefühl, da ist ein Geist dahinter, der sich wirklich interessiert. Alle, die dagegen sind, wenn sie Geist sind, die werden leiden, die werden unendlich leiden, die werden merken, wie ihre Welt in Fetzen geht, dass sie letztendlich selbst machen, weil sie sich nicht eines Besseren besinnen. Das ist so der Einstand. Ihr merkt auch, die Selbstgespräche haben sich in der Qualität, die letzten Selbstgespräche verändert, dass mir nicht mehr groß um das Wetteraufächern gegangen ist. Ums Tun. Es muss dich nicht interessieren. Wissen löst sich auf. Angenommen, es würden jetzt alle Selbstgespräche und alle Schriften von mir gelöscht, wäre mir das vollkommen gleichgültig, weil das auch vergängliches Wissen ist. In einer sehr rudimentären Form. Gibt es noch viel Größeres, Wundervolleres. Es ist immer noch ein gewisses Entgegenkommen für die Logik, die einer zum Denken benutzt, diese materialistische Logik. Es ist ein embryonales Stadium, sage ich, in deiner Entwicklung zu Gott, der du eigentlich schon bist. So wie ein Säugling, wenn er geboren wird, im menschlichen Sinne eigentlich schon ein Mensch ist. Er steht halt am Anfang eines Buches. Und jetzt kann ich wieder sagen, jetzt sitzt dann wieder da, wie bestellt und nicht abgeholt. Lass dich einfach überraschen. Zeit spielt keine Rolle. Also das merkt man eh im Alter als Mensch, wenn man hier in das letzte Drittel reinkommt, dass es eh sehr relativ ist mit der Zeit. Auch das kann man steuern mit loslassen. Ja. Du wirst feststellen, gerade die Zeiten, wo du nicht haben willst, die ziehen sich unendlich lang. Das beginnt schon in der Nacht, wenn du nicht schlafen kannst und du meinst unbedingt, du willst, dass die Nacht rum ist. Das ist ein Nicht-Einverstanden-Sein. Ein berühmtes Beispiel, du liegst im Bett, du kannst nicht schlafen, du schaust auf den Wecker, es ist 3 Uhr, dann drehst du dich rum, dann grübelst du und grübelst du und grübelst du. Nach gefühlten 3 Stunden schaust du wieder auf den Wecker und es ist 3.05 Uhr. Wenn du jetzt dich dabei beobachtest, musst du dir eingestehen, das ist doch unmöglich, dass es jetzt bloß 5 Minuten gedacht hat, weil dir das wie 3 Stunden vorgekommen ist. Jeder Gedanke ist jetzt. Und das Problem ist, du willst, dass die Nacht rum ist. Du bist mit was nicht einverstanden. Du kannst dich aber auch hinlegen und dein Grübeln anschauen und beobachten. Und wenn du hell, dann bist du hellwach als Geist. Und dann wirst du feststellen, dass das, was dir in den Sinn kommt, was du grübelst, dass das alles Momente sind, die wichtig sind für dich. Zum Beispiel, dass man das erkennt. Dann ist es sinnlose Grübeleien und dann wandelt sich das um in geistreiches Denken und dann wirst du inspiriert und dann werden dir Sachen in den Sinn kommen, wo du ja keinen Einfluss drauf hast als träumender Geist. Du wirst immer mehr begeistert werden von dir selbst. Jeder, der den Weg geht, der wird es bestätigen. Als Brösel kann er das unterschreiben. Also wenn du dich nicht ärgern willst um die Welt, halte dich einfach fern von Nachrichten, von Fernsehen, von diesen einseitigen Meinungen. Aber du wirst feststellen, in dem Moment wirst du schon wieder was nicht haben. Also lass es doch einfach fließen und wenn du die Sinnlosigkeit erkennst, auch solche Sätze tausendmal wiederholt, verstehst du endlich. Ärger ändert doch überhaupt nichts an dem, worüber du dich ärgerst. Deine Logik aber, dieses Unbewusstsein zwingt dich zu glauben, du fühlst dich ja nur schlecht, weil das passiert ist. Ich sage, du würdest dich nicht schlecht fühlen, wenn du nicht so massiv negativ darauf reagieren würdest von dem, was passiert ist, wenn es dir gleichgültig wäre. Weil du begreifst, es ist doch bloß ein Gedanke, der ist doch schon wieder weg, wenn du den nächsten Gedanken denkst. Das magst du aber nicht, sondern du resonierst, das ist wie Benzin ins Feuer schütten.
dann wiederholt sich das und dann bist du in so einer Schleife drin. Und die können gefühlt ewig dauern, obwohl das eigentlich sich nur um das Jetzt dreht. Ja, ihr zwei. Ja. Jetzt muss ich Schluss machen, das musste ja mal gesagt werden. Ja. Danke, danke, danke. Wen habe ich jetzt gemeint mit ihr zwei? Meint ihr, ich habe jetzt die Pixelmännchen Toni und Helene? Ich habe das rote JCH, ich habe jetzt als UP gesprochen. Nicht einmal ich als JCH. Ich habe jetzt das den JCH mit seinem ICH erklärt. Rot. Als UP. Das muss ja mal gesagt werden. Danke, danke, danke. Ihr rührt euch nochmal bei mir, ne? Ja, sowieso. Alles klar. Ciao. Grüß dich, Marion. Liebe Grüße.